Simone, du musst mir einen großen Gefallen machen. Wir werden gleich in ein Fahrzeug reinschauen, das dir den Atem rauben wird. Ja, es ist von La Marca, es ist auf 4 Ducato, ein Teilintegrierter mit einer besonderen Ausstattung. Kannst du mir einen Gefallen machen? Guck nicht aufs Preisschild, okay? Das heißt, wir werden dir den komplett zeigen und danach darfst du mal schätzen. Okay. Du hast ja viele gesehen, was der Hobel kostet. Mhm. Und du weißt schon, wenn ich das so ankündige, guck nicht drauf. Ja. Und du hast auch vorher nicht drauf geguckt. Nee, habe ich nicht, versprochen. Okay, super, wir werden das mal machen. Wir gehen direkt mal rein, denn okay. Es ist ein Teilintegrierter. Du darfst schon mal reingehen, guck nicht aufs Preisschild. Ja, ja. Okay, versprochen, Ehrenwort. Mach so. Denn es ist wirklich ein Fahrzeug, es ist wirklich... Man muss hier dran glauben, ja, denn ich glaube, der früheste Liefertermin ist 2025 im Moment. Dieses Fahrzeug hier hat dir den Verstand geraubt. Das hat dir schlaflose Nächte gebracht, weil es so eingeschlagen ist. Es hat eine Rundsitzgruppe mit drin. Es hat einen Preis, der ist so attraktiv. Es hat Vollausstattung. Also wirklich, wir reden von Vollausstattung. Also, ja. Also man muss erstmal beim Konzept anfangen. Der Trend geht ja zu kurzen Fahrzeugen. Hier sind wir unter 6 Meter. Und das Raumgefühl sagt uns jeder auf der Messe 7,50 Meter. Man steigt ein, man fühlt sich wohl und man hat Menge Platz. Aber das werdet ihr gleich live sehen. So, der kommt mit den schwarzen Leichtmetallfelgen. Richtig. Dann ist auch der ganze Aufbau, ich nehme an, ist GFK? Ist GFK, geschäumt mit Styroform. Ja, ich wollte es ja wissen, kein Alu, sondern nein, GFK. Nein. So, das heißt hoch ausbesserbar. Alle Formteile habt ihr teilweise selber entwickelt? Oder? Das ist alles bei uns entwickelt worden. Kommt auch von keinem Dritthersteller oder Vierthersteller oder von einer Gruppe. Das Ding ist bei uns entwickelt worden, komplett die ganze Serie. Wir haben das Fahrzeug, das ist der jüngste eigentlich mit in der Gruppe. Der kam erst letztes Jahr auf den Markt. Zuvor hatten wir ja Längsschläfer und Queensbetten. Und die Rundsitzgruppe ist ja überall gerade ein aktuelles Thema. Aber es gibt keine Fahrzeuge dazu. Das Design ist einzigartig. Also alle sehen gleich aus. Wenn du hier mal durchguckst, der sieht ganz anders aus. Der hat so ein fließendes Design mit drin. Habe ich jetzt gesehen bei Kabe, bei dem neuen 3,5-Tonner. Hast du ihn gesehen? Der leider das Doppelte kostet. Jetzt habe ich schon verraten, aber noch nicht. Oh, ja. Ich war noch nicht bei Kabe, muss ich dazu sagen. Ist auch Mercedes, muss man fairerweise sagen, ja. Ja, Fiat ist ja eine tolle Geschichte. Fast 90% aller laufenden Wohnmobile ist Fiat. Ist halt einfach sicher. Man kriegt überall Teile. Ja, der ist komplett neu entwickelt worden. Gibt es jetzt seit letzten Jahren. Wir hatten ihn letztes Jahr noch nicht auf der Messe. Red Bull, ganz wichtig. Finde ich auch gut, denn das ist hart, so eine Messe, oder? Ja, das ist tägliche Energielieferant für uns, weiter hart gemeinsam in den Gesprächen mit den Kunden zu arbeiten. Der Zoo wurde übrigens gerade erst eröffnet. Es ist 10 Uhr. Was ist hier los auf dem Stand tagsüber? Jetzt mal ehrlich. Ja, eine ganze Menge. Es ist ein hohes Interesse an unseren Modellen. Ja. Wir freuen uns natürlich über den Zulauf der Kunden, die interessiert sind, nicht nur an unseren Vans, auch an den Teilintegrierten und freuen uns jeden Tag über die positiven Gespräche, das hohe Interesse. Aber wie erklärst du 2025 bei dem Modell hier hinter dir? 2025? Du sagst, ja, Lieferzeit, ja. Also 2 Jahre, 2,5. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben eine relativ, wirklich sehr, sehr gute Qualität zu bieten. Das ist ein Grundriss, der wahnsinnig gut ankommt und die Kunden sind bereit. Die sind bereit zu warten. Das heißt, viele sind ja hier auf der Messe, orientieren sich erstmal. Die sagen, hey, ich habe jetzt im Moment noch kein Geld. Ordern die denn jetzt auch trotzdem? Die sagen, hey, machen wir? Ja, es gibt natürlich die Situation, muss man ja fairerweise sagen, es gibt ja auch Leute, die nicht bis 2025 dann warten wollen. Dann finden wir ab und zu auch eine andere Möglichkeit noch. Aber grundsätzlich sind wir jetzt im Modelljahr 2024, das heißt lieferbar ab Juni nächsten Jahres circa. Der hier? Der hier. Okay. Wenn Fiat liefert. Immer vorausgesetzt. Okay, das heißt, ich kriege den mit etwas Glück Mitte nächsten Jahres? Ja, richtig. Okay, das geht ja noch. Dann sind wir ja in 23. Ja, richtig. Für uns schon 24. Ach, das ist 24er Modell. Wir überspringen ein komplettes Modelljahr. Ich habe einen Schock bekommen. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt schon wie bei Bimobil mit 3,5 Jahren Lieferzeit. Das heißt, also ich habe mit etwas Glück, kriege ich ihn vielleicht nächstes Jahr. Ja, das ist normalerweise schon üblich. Okay, zeig mal gerade. Also auch hier alles neu gedacht. Mhm. Da haben wir eine ganz neue Geschichte. Ihr kennt ja das Problem, wenn du irgendwo mal rückwärts hinfährst und baust einen kleinen Unfall, brauchst du in der Regel die komplette Rückfront. Weil das ist ja meistens ein Guss. Mhm. So, bei uns anders, wenn du hier hinfährst, brauchst du nur dieses kleine Eck. Das ist austauschbar. Wenn du oben mit dem Baum hängen bleibst, brauchst du eigentlich nur diesen Flügel. Mhm. Also es ist alles austauschbar und ist nicht ein Teil. Ist natürlich eine Kostenfrage immer. Die Heckteile bei bestimmten Herstellern liegen halt irgendwo bei 2.500 bis 3.000 Euro.
So ein Ding kostet vielleicht 300, 400 Euro. Das ist natürlich immer wichtig. Auch jetzt die Rückleuchten, die sind einzeln kaufbar, die gibt es bei Hella. Also es ist eigentlich Massenware, aber es sieht natürlich schick aus, ist praktisch. Ist das hinten auch, die Formteile, ist auch GFK? Oder? Ist alles komplett GFK. Das heißt, man könnte die sogar ausbessern, wenn man... Auch nach. Du siehst, man kann auch mal irgendwo kurz hinfahren. Das ist GFK? Das ist GFK. Okay, also kein ABS oder irgendwas, was du GFK hast, was steif ist oder so. Also die, komm, wir gehen mal rein. Das, was wir haben, denn Stauraum hat es auch noch hier ein bisschen. Das wird es mal sehen. Das heißt, hier könntest du Falträder und so weiter reinmachen. Man kann aber eine Rahmenverlängerung dran machen bei Fiat. Kannst du natürlich machen, das ist kein Problem. Die kleine Garage ist auch geheizt, weil drüber kannst du es natürlich auch als Popo-Heizung nehmen, weil so. Du drüber die Rundsitzgruppe hast. Du hast nicht auf den Preis geguckt? Habe ich nicht. Okay. So. Ich muss auch sagen, die Simone ist immer ehrlich. Lügt nie. Hat mir deine Mutter gesagt. Kann mal schauen. Also Aufbautür, Breite, was haben wir hier? Das ist die XXL-Tür. Okay, und wir gehen mal rein. Wir gucken noch nicht auf den Preis. Okay, das machen wir jetzt mal auch nicht. Gesehen habe ich ihn. Hier unten hast du noch mal eine blaue Lampe mit drin. Ja, hier genauso. Wir nehmen nicht die üblichen Formteile her, die wo aus Spritzguss sind, sondern wir arbeiten hier auch mit Aluminiumkanten, mit Beleuchtung, weil jeder kennt, dass diese ABS-Materialien sich normalerweise nach einer gewissen Zeit abtreten, hässlich aussehen. Und das Ding ist halt einfach hier stabil gemacht. Alu hält halt wesentlich mehr aus. So, Fliegenschutz haben wir auch? Na, selbstverständlich. So, der ist mit drin. Hier ist die Fliege. So, du bist jetzt kein Händler oder Importeur, du bist der Hersteller. Das heißt, wir sind der Importeur und Hersteller. Das ist eine Partnerschaftskooperation mit einem anderen Hersteller. So, das ist das Design. Und jetzt, du hast eben schon gesagt, die Leute denken meistens, das Fahrzeug ist 1,50 Meter länger. Das hat natürlich einen Grund. Du hast richtig viel Stehhöhe. Bitte mal einsteigen, Simone, denn auch die mal beschreiben. Sag mal, ist die Tischplatte auch aus Korean? Ist auch wieder Korean. Das ist spezifisch natürlich bei La Marca, fast bei 90% aller Fahrzeuge ist alles Korean. Also Korean-Tischplatte, Korean-Arbeitsplatte. Genau. Echt? Richtig. Krass, ich krieg gleich einen Anfall. Also die Qualität bei La Marca, Tisch natürlich absenkbar, also das ist jetzt kein Aufpreis. Ihr habt eine Dunstabzugshaube elektrisch drin. Na klar, so. Also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, was das bedeutet, wenn hier dieses Material drauf ist. Es ist so robust, man kann da mehrere hundert Grad draufstellen, man kann mit dem Hammer draufhauen, hat er uns vorhin gesagt, also für die das andere Video nicht gesehen haben. Soll man nicht, also ich sag mal, ich würde es nicht machen, aber wenn es mal versehentlich passiert, ja, ist es nicht. Ja, ich glaube, versehentlich haut man da nicht immer mal drauf. So, die Qualität, sag mal, ist das hier nur alles so Show und kommt praktisch beim ersten Feinkontakt runter automatisch? Oder? Nein, die Chance hast du nicht, dass hier was runterfällt. Die Dinger sind wirklich stabil gebaut, sind auch mittlerweile sehr viel in der Vermietung. Der war ursprünglich konzipiert als Zwei-Personen-Fahrzeug und wo ihr jetzt sitzt, gibt es nochmal zwei Sitzplätze auf Wunsch. Du kannst auch mit vier Leuten fahren. Du kannst dann oben auf dem Bett schlafen und das hier auch nochmal umbauen aus Bett. So, ich habe noch gar nicht erwähnt, wir haben ein Hubbett mit drin. Yes. Das ist ja immer mehr im Trend, aber eine Rundsitzgruppe im Wohnmobil, das wollen alle haben. Da bist du aber oft bei den Premium-Herstellern schon bei deutlich sechsstellig, oder? Ja, da ist erstens mal sechsstellig und es gibt fast niemanden, der Rundsitzgruppen im Moment baut, weil alle sagen, es ist altmodisch. Wir sagen, oder die Leute gehen rein und sagen, Mensch, ist das hübsch, das ist genau das, was wir suchen. Es ist absolut im Trend und wenn ich ehrlich bin, wir bauen fast 40-45% der gesamten Baureihe ist momentan dieses Modell. Ist doch gut, wenn ihr das alle denken für dich, oder? Absolut. Ja, sollen sie weiterdenken? Sollen alle so weiterdenken, das ist super. Wir füllen gerne diese Nische aus. Das ist natürlich gemütlich, du kannst im Winter unterwegs sein, du kannst hier mal bei Regenwetter, du kannst hier Karten spielen, du kannst wunderbar essen. Kannst mal die Nachbarn einladen vom Campingplatz. Alles genau, das soll ich sagen. Das ist ein Hammer-Raumgefühl, es drückt auch nicht, dadurch, dass ihr hier oben das alles beleuchtet habt. Dann die Aussicht, du hast eine komplette Aussicht, wenn du denn doch mal frei stehst. Ich sag nur camperland.de, also ein neuer Partner von uns, okay. Die machen so Bauernhöfe. Da kannst du, ich glaube, 1400 Stellplätze, da bist du meistens ganz alleine. Da lohnt sich das, weil die meisten Hersteller, auch ihr wahrscheinlich, macht eure Showbilder nicht in den Legebatterien auf den Stellplätzen, sondern ihr macht die wahrscheinlich freistehend, Mountainbiking und so weiter. Nee? Eigentlich ehrlich gesagt nicht. La Marca Bilder, die meisten Bilder, wo du zum Beispiel bei uns bei Instagram findest, sind von Kunden. Ja.
Die Kunden schicken uns haufenweise Fotos von La Marca, wo sie in Schweden, am See, in der Stadt, wo auch immer sind. Da gibt es also ganze Fangemeinden mittlerweile. Und da entstehen eigentlich die schönsten Bilder. Wir gehen mit keinem Fahrzeug ins Studio, das brauchen wir nicht. Wir müssen nicht retuschieren oder verschönern oder was auch immer. Die Fahrzeuge sehen so aus, wie sie sind. So, den Tisch hat der noch eine Funktion? Ich kann ihn schieben, oder? Du kannst ihn schieben, rauf und runter fahren. Für die Messe ist er jetzt festgemacht, weil sonst wäre der den ganzen Tag rauf und runter. So, der Boden hier ist aufgedoppelt. Was ist hier im Prinzip für eine Heizung drin? Wir haben eine Truma 4000 drin, die hier absolut ausreicht für die Größe des Fahrzeugs. Gas. Gas. So, 4 kW. Wie lang ist denn das Fahrzeug? Ist nur 5,90 Meter. 5,90 Meter. Du kommst in der Schweiz hier mit auf einen Regelparkplatz. Die sind nämlich alle 6 Meter. Das ist wirklich, es ist ein Raumgefühl, das ist echt gut. Aber man muss wirklich sagen, so ähnliche Grundrisse gibt es ja, oder 6 Meter Autos mit interessanten Grundrissen gibt es ja viele. Wir reden hier über eine Qualität der Fertigung, die sich der Karl auf die Fahne geschrieben hat, die abnorm ist. Das heißt, wir reden hier wirklich über nicht Normalteile, ihr habt vieles selber entwickelt. Wir haben vieles neu entwickelt. Alleine hier auf 5,90 Meter wirst du wahrscheinlich nirgends auf der Messe so eine große Dusche oder großes Badezimmer finden. Das ist schon fast ein Badezimmer. Bitte geh mal rein, Simone, und beschreib mal das Raumgefühl, weil du eben gesagt hast, ist ganz schön eng. Ja, das bei dem anderen Fahrzeug, genau. Aber das ist hier ganz anders. Also das ist auch ein anderes Fahrzeug, muss man echt dazu sagen. Aber hier hat man schon Platz. Es ist ein anderes Konzept. Das eine ist der Kastenwagen. Genau. Wir haben ja auch schon mal einen Film gemacht darüber. Die Leute fühlen sich im Kastenwagen vielleicht noch ein bisschen jünger, aber dann dürfen sie wirklich nicht in das Ding hier reingehen. Also es ist wirklich krass. Wir haben eine neue Lösung fürs Waschbecken gefunden. Ja. Ist natürlich auch wieder aus Korean. Aus Korean, okay. Auch wieder Korean, das gleiche Material. Läuft das Wasser nach hinten ab, haben wir im Bootsbau ein bisschen abgekupfert. Darf man ja normal nicht sagen, aber das war die Idee aus dem Bootsbau. Der Riesenspiegel allein mit der Beleuchtung oben drüber, dass du dich auch wirklich schminken und rasieren kannst, das ist ordentlich. Du hast hier einen Handtuchhalter mit drin. Also wenn du dich schminken willst, du kannst dich hier jeden Tag schminken. Ja, ich mache das morgens. Ich habe so eine Schminkroutine. Du hast mir mal zugeschaut, eine Stunde brauche ich ja immer. Ja, mindestens. Mindestens. So, das ist. Aber es ist schön hell zum Schminken, guck mal. Ja, gutes Licht. Ja. Gutes Licht. So, Schiebetür mit drin. Das ist auch mit drin, aber hier dieser Block, den du hier hast, das sieht ja schon fast aus wie ein Wohnzimmer. Ja. Das ist doch gar nicht, warte, ich setze mich mal gerade hier hin, dass man das mal sieht. Das ist doch gar nicht Wohnmobil. Ja, das Wichtigste ist ja immer für die Leute Stauraum. Und da haben wir natürlich hier jede Menge. Nochmal, Schränke beleuchtet. Schränke wieder beleuchtet. Das ist wieder ein relatives Novum bei La Marca, auch bei den Kastenwägen. Wir haben es also hier wirklich versucht, großartig anzulegen. Warte mal ganz kurz, Karl. Ihr habt irre viele Möbelverbinder eingebaut. Also das ist vielleicht auch nur eine Besonderheit, die Leute so nicht kennen. Guck mal genau hin. Das sind alles Möbelverbinder. Die Aufgabe ist es wirklich, so wenig Geräusche wie möglich. Ja, das ist eine Besonderheit. Die meisten Leute schreiben uns und sagen, wir haben noch nie so ein ruhiges Reisemobil gefahren. Wir schrauben nicht alles, wir kleben nicht alles, sondern wir verzahnen und verdübeln im Fahrzeug. Somit haben wir natürlich wesentlich weniger Geräusche, weil normal diese Fahrgeräusche, diese Reibungen sind damit alle weg. Und das versuchen wir natürlich hier strikt durchzuhalten, ist vom Bau natürlich wesentlich aufwendiger. Das muss man. Es ist also Möbelbau quasi auf höchstem Niveau, aber ja. Ich sag mal, so haben es die Leute ja gelernt, die Schreiner. Das ist ja jetzt nicht, ich sag mal, dass man es macht. Aber das ist gute alte Schule. Gute alte Schule. Der Kühlschrank, der ist so groß wie die Simone. Ich zeig's mal gerade. Da kannst du drin schlafen heute Nacht. Aber der ist ja ein bisschen kühl. Frisch wird's, ja. Bisschen frisch wird's. An andere Seite. So, ich glaube, man kann den Anschlag kann man ändern. Also den Anschlag kann man ändern. Es gibt auch beidseitig zu öffnen. Das ist auf Wunsch dann so. Und endlich mal einen AES-Kühlschrank, weil ich bin totaler Fan von AES-Kühlschränken, weil sie sehr leise sind. Absolut. Und auch wirklich gut funktionieren. Also der Kompressor-Kühlschrank ist immer so, ach, der AES ist so schlecht. Sie sollen den, ja, egal, komm, anderes Thema. Dann hier Kleiderschrank, was hast du hier? Dann haben wir hier nochmal ein kleines Schränkchen. Okay, das könnte auf Wunsch auch für... Also kleines Schränkchen ist aber ein bisschen untertrieben. Das kleine Schränkchen, okay. Simone, du kannst da auch noch drin. Kein Thema. Aber hier so schöne Details. Ihr habt hier so eine Art, ich nenne es mal Baldachin, eingefasst. Der ist beledert. Ja, so Kleinigkeiten müssen einfach sein, weil es gibt ja das Fahrzeug entweder auch mit Remis oder Plissé.
Hier ist, haben wir eine Version mit Vorhänge wieder mal gebaut, was immer noch gern. Ja, aber der, es ist das Mittel der Wahl, der Vorhang, sage ich dir ganz ehrlich, weil ja, die Remis, es geht hier um Kälte, das ist die Kältebrücke. Absolut. Also, und die kriegst du nur mit dem Vorhang raus. Und da sind wir auch bei minus 20 Grad bei dem La Marca Reisemobil ohne Probleme. Wir haben beheizte Abwassertanks, ja, alles schon drin. Also das heißt, der ist winterfest hier. Ja. Dann das ganz große Fenster lässt sich nicht öffnen. Nein, wir haben das bewusst vor 3 Jahren geändert, weil viele kennen natürlich das Problem, wenn du die Fenster öffnen kannst, hast du meistens irgendwelche Störgeräusche beim Fahren mit drin. Noch ein Durchzug vielleicht so ein bisschen, oder? Ja, und dann haben wir natürlich gesagt, mach mal die Starr, damit ist das Auto wesentlich ruhiger geworden. Ja. Du hast keine Windgeräusche, du hast gar nichts mehr. Hast du einen Hubbettschlüssel? Habe ich leider nicht. Sollen wir den mal kurz organisieren beim Kollegen? Ja, organisieren. Denn, die Kollegin soll immer das kurz vorführen. Sekunde. Das oder der Karl. Ja, ne? Wenn du mal gerade unten aufmachst, noch mal ein paar. Denn das Hubbett ist abgeschlossen, dass Kids nicht spielen können und so weiter. Auto steht ein bisschen schief, muss man sagen. Genau. Es ist nämlich nichts im Tank drin, Wasser nicht geladen und so weiter. Deswegen ist die Achse wahrscheinlich unten ziemlich hoch. Steckkasten mit drin. Das ist Hi. Hallo, ich soll das Hubbett vorführen. Bitte, sei so lieb, wenn du dich mal kurz vorstellst. Du bist die? Ich bin die Auszubildende, Megan Erk. Megan Erk? Megan Erk, du bist halt ziemlich aufgeregt gerade. Ich sag das mal gerade. Ist das cool? Sag mal, die Leute hier, die hier drin sind, hier in dem Grundriss, das ist schon der Hammer, oder? Ja, also auf jeden Fall. So, fahr mal runter, Simone. Ich geh mal nach vorne, bevor ich hier im Weg stehe. Da kannst du gerne machen. Und so, was ist zu tun? Erstmal den Schlüssel da rein und dann auf On. Okay. Und dann ist es ja aktiviert und dann kann man es einfach auf den. So, jetzt warte mal ganz kurz. Simone, wenn du mal so lieb bist, mal gerade die Gläser und den Champagner runternimmst, ja. Denn wir feiern anschließend. Ist so, das heißt, das ist die Vorbereitung. Man kann, im Prinzip kommt das Hubbett, wie weit kommt das runter ungefähr? Bis zum Tisch soweit. Bis zum Tisch. Das heißt, man muss auch die Polster runterlegen dann? Umklappen? Das sehen wir dann gleich. Okay, schauen wir mal gerade. Ausprobieren. Ja, probier's mal aus. Lass mal runter. Es geht ja super schnell, oder? Schränke. Okay. Und die. Stopp. Nochmal hoch gerade. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Noch ein kleines bisschen hoch. Okay. Und wenn du jetzt mal gerade die Polster mal ummachst. Ja. Ich will mal gerade was ausprobieren, wie weit wir runterkommen. Aber noch ein Stück hoch, bitte? Ja. So, wir legen mal ganz kurz mal die Polster um. Das geht ruckzuck. Sache von ein paar Sekunden. Alle? Ja, ruhig mal alle, dass wir möglichst weit runterkommen. Du kannst ja auch übereinander legen, genau so. Passt. So, machen wir gerade mal rum. Grundsitzgruppe, das wäre jetzt mal das Maximale. Also man kann ja auch so schlafen, man kann in jeder Position schlafen, gell Karl? Du siehst hier gedrängelt ums Fahrzeug überall aus jeder Seite im Moment. So, jetzt. Es tut mir so leid, aber wir sollen das ja so vielen wie möglich zeigen. Also deswegen. So, jetzt. So, und jetzt sieht man sehr schön, wahrscheinlich ging das noch tiefer runter. Okay, das ist okay. Das war's. Wie kommt man da hoch, Karl? Also es gibt hier 2 Versionen. Das ist jetzt die mittlere, damit du mit 4 Leuten schlafen kannst. Okay. Dabei bleibt das Bett da relativ in der Mitte stehen. Du kannst es natürlich stehen lassen, wo du willst. Weil wenn du jetzt den Tisch absenkst, könnten Kinder oder was auch immer drunter schlafen. Mhm. Du kannst auch eine Version haben, wo das Hubbett noch fast einen halben Meter tiefer geht. Mhm. Dann hast du ihn natürlich als reiner Zweischläfer, aber mit zunehmendem Alter ist man ja nicht mehr so sportlich, dann gehst du auch ohne Leiter ins Fahrzeug. Okay, das wäre die Frage nämlich genau gewesen. Ja, vielen Dank, tolles Fahrzeug. Wir gehen mal raus und gucken uns jetzt mal. Kann ich noch kurz sagen? Bitte sag. Also das finde ich ja auch total genial, weil es einfach das Ganze total gemütlich macht und nicht einfach irgendwelche Seile oder so. Ich habe das Foto gesehen, das sieht aus wie das Abi-Kleid von dir damals. Das kann nicht sein. Ach, du hast kein Abitur. Doch, habe ich. Das war ein Scherz. Mal kurz mal gucken. Vielleicht war es sein Abi-Kleid. Ja, mein Abi-Kleid, nachdem ich mich geschminkt habe. Warte, ich guck mal gerade. La Marca 59 Rundsitzgruppe. Jetzt darfst du mal einen Preis gucken. Achso, ja. Was? Das gibt's ja nicht. Ich hätte jetzt so 110, 120.000. Du musst jetzt vollkommen praktisch affektiert schreien und musst sagen, wow, nur 76. Ja, also das war ja gerade schon Begeisterung pur, also, oder? Ich fasse mal zusammen. 76.110, wie er hier steht, ja. 62.700 Euro ist der Grundpreis. Wir reden hier über ein Fahrzeug auf 4 Ducato, 5,99 Meter, GFK, innen, außen, Korean mit drin, Lithium mit drin, Solar wahrscheinlich auf dem Dach, ja. Es ist
volle Hütte. Also es ist eigentlich all das drin, was die Leute oft mit Aufpreis bezahlen müssen. Leichtmetallfelgen, korrekt? Ja, du hast das Problem, bei den meisten Herstellern hast du eine lange Liste, 2 Seiten, 3 Seiten. Wir haben versucht, die Basics, die man ja wirklich braucht, hier reinzubauen. Sehr schön. Ja, Karl. Also ich habe echt gedacht, es ist deutlich teurer als das, was wir uns gerade eben angeschaut haben, aber nicht schlecht. So, ich zeig's mal gerade. Also hier Masse im fahrbereiten Zustand steht hier 2,7 bis 2,8. Und das ist, ich sag mal, wir sind deutlich unter 3000 Kilo. Das ist vielleicht auch wichtig. Und ja, also ich bin zumindest mal beeindruckt. Es ist was ganz anderes. Es ist wirklich eine Sache, die man sich angucken muss bei La Marca. Deswegen nehmen wir uns auch so viel Zeit. Ich habe euch ja letztes Jahr durch Zufall entdeckt, wegen dem Daily. Da habe ich gesagt, da ist auch ein Kollege, hat gesagt, hey, wir haben Daily, film mal. Und da habe ich reingeguckt und da war alles noch ein bisschen kühl im Daily, muss ich mal sagen. Das hat sich auch wieder geändert. Aber die Teilintegrierten, die habe ich ja noch gar nicht gefilmt. Nein, die hast du noch nicht gefilmt. Die haben wir natürlich am längsten mittlerweile auf dem Markt und viele sagen, es ist ein Geheimtipp. Aber mittlerweile, du siehst schon viele, viele auf der Straße. Ich habe noch keinen gesehen, muss ich sagen. Also es ist wirklich noch was Exklusives, finde ich. Anscheinend verfolgen mich die alle, wenn ich irgendwo hinfahre. Das kann schon sein. Immer so. Wenn du irgendwas siehst, dann siehst du genau das, was du sehen sollst. So ist es. Aber ja, vielen, vielen Dank. Du hast wirklich viel geleistet. Du hast auch Folgendes zu mir gesagt. Dürfen wir ehrlich sein? Du hast gesagt, den filmen wir nicht. Weil, lange Lieferzeiten. Lange Lieferzeiten. Für uns lange Lieferzeiten. Wir sind normalerweise gewohnt, relativ schnell und zügig auszuliefern. Also für uns ist schon eine lange Lieferzeit wie jetzt 8 Monate. Mhm. Aber wir versuchen alles, was geht, die Fahrzeuge immer pünktlich auszuliefern. So, wir werden euch noch 1, 2 Grundrisse zeigen. Vielen Dank, Simone, wenn du gerade noch mal hier öffnest, können wir da auch mal einen Blick reinwerfen. Da ist zwei Gasflaschen mit drin. Fahrzeug steht hier auf Gas komplett, oder? Ist komplett auf Gas. Komplett auf Gas. Danke. Tschüss. Tschüss, Simone. Tschüss. Ciao. Tschüss, Karl. Ciao.